Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal Rischkas Welt. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie einfach so eine schöne Mütze zu machen ist. Meine Mütze ist für den Kopfumfang 49 bis 52 cm geeignet, da sie sehr gut dehnbar ist. Abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, denn hier gibt es immer wieder neue Ideen, die euch möglicherweise auch gefallen werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Mitmachen und jetzt lasst uns anfangen. Für unsere Arbeit benötigen wir folgende Materialien. Das Garn, ich habe zwei Farben vorbereitet. Das Garn unterscheidet sich auch in der Struktur, aber da ich eine Mütze häkle, umso besser ist das, finde ich, weil das zwischendurch immer wieder so dichter wird. Und die Mütze, die muss auch dichter werden. Ne? Auf jeden Fall diese korallfarbene Wolle, die ich vorbereitet habe, das ist von Gogo Perlana. 100% Polyacryl, 50 Gramm enthält 220 Meter und die empfohlene Nadelstärke, Häkelnadelstärke 3,0 mm. So. Also diese weiße Wolle, das ist Papillon ungefähr, selbe Stärke, Babysoft, 100% Polyacryl, super weich. Fast dasselbe, 50 Gramm enthält 230 Meter und die empfohlene Häkelnadelstärke 3,0 mm. So, dadurch habe ich auch Häkelnadel 3,0 vorbereitet. Eine Schere brauchen wir noch, um unsere Enden abzuschneiden und wir brauchen auf jeden Fall einen Wollnadel, ob das metallischer oder Plastik ist, spielt keine Rolle, denn später müssen wir oben das Ganze zusammenziehen und ohne Wollnadel wird das wohl kompliziert sein. Als erstes machen wir eine Luftmaschenkette, die aus 55 Luftmaschen besteht. Also ich mache jetzt die erste Schlaufe. Ich mache das immer so. Und ab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 und dann macht bitte weiter, bis ihr die nötige Menge erreicht. So, die erste Reihe geht dann so. Ich mache noch zwei Luftmaschen und in 1, 2, 3 die vierte Masche von der Nadel. Gehe ich rein und mache Halbstäbchen. Also ich habe mich für Halbstäbchen entschieden, da die auch dichter sind und meiner Meinung nach für Mütze besser zu empfehlen sind. Für Anfänger rate ich oder empfehle ich auf jeden Fall die Maschen zwischendurch immer wieder nachzuzählen, denn als Anfänger da habe ich persönlich auch sehr oft die Maschen verloren. Deshalb, und dann wird unsere Arbeit nicht so gerade sein, wie es eigentlich sein soll. Also Halbstäbchen in jeder Masche. Macht diese Reihe bitte zu Ende und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Stäbchen nachgezählt. Ich habe 56, also die erste Schlaufe
habe ich als erstes nicht dazu gezählt. Wenn ihr das genau machen möchtet, dann zählt ihr auch die erste Schlaufe nochmal dazu. Aber ich denke mal, in meinem Fall macht es nichts aus. Also wir machen hier so einen Umschlag. Ob das jetzt eine Masche mehr ist, also das ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Machen wir die zweite Reihe. Ich mache zwei Luftmaschen, drehe meine Arbeit um, damit ihr hier einen schönen Rand bekommt. Dann dreht ihr eure Arbeit immer in eine Richtung. Merkt euch einfach nur die Richtung und dann kann nichts schief gehen. Also in die erste Schlaufe gehen, in die erste Masche, und dann machen wir weiter mit Halbstäbchen, Masche für Masche. 2, 3, 4, 5 und so weiter. So, erstens, die zwei Luftmaschen, die ich am Anfang dieser Reihe gemacht habe, zählen noch als Halbstäbchen dazu. Und zweitens, jetzt habe ich 55 nachgezählt und mache letzte 56. Halbstäbchen. So, hier ist es gerade und da ist es ja auch noch alles gerade. Und jetzt fangen wir an, unsere Pompon aufzubauen. Na, also wir machen 30 bis 35 Luftmaschenkette. Es ist euch überlassen, wie groß euer Pompon sein soll. Ne? Also, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache 32 Luftmaschen und ihr macht bitte dasselbe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich meine 32 Luftmaschen gemacht und dann gehe ich in die dritte, praktisch von der 1, 2 in die dritte Masche von der Nadel und mache da feste Maschen. Also pro Luftmasche 3 feste Maschen rein. So, erste, zweite, wieder 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und auch so könnt ihr sehen, dass das zu einer Spirale wird. Macht das bitte bis zur vorletzten Masche und dann zeige ich euch, wie wir die Wolle wechseln. So, jetzt habe ich letzte Luftmasche mit 3 feste Maschen verhäkelt. Wenn man die Arbeit so dreht, dann sieht man, dass diese eine Masche noch über ist. Das gehört zum Stäbchen dazu. Ne? Also das ist Stäbchen. Das ist ein super wichtiger Moment, denn an dieser Stelle verliert man die Masche, ne? Also die man eigentlich als Stäbchen dann eben weiter häkelt. Und passt bitte auf. Ne? Also, auf jeden Fall, ich mache das, ich mache jetzt Folgendes, also die 3 feste Maschen sind fertig. Dann mache ich in die Masche
auch noch eine unvollständig gehäkelte Masche rein. Dann nehme ich den Kontrastfaden, in meinem Fall ist es Koralle, und gehe praktisch mit dem Faden durch die zwei Maschen durch, die auf der Nadel sind. Ja. Ein bisschen fester alles ziehen. So, jetzt geht's. Dann ziehe ich auch weiße Faden zusammen. Diese Ende von dem Faden lege ich auf meine Arbeit drauf. Die werde ich so einarbeiten. Weißer Faden bleibt hinten, unverhäkelt. Denn später in zwei Reihen werde ich damit weiterarbeiten. So, mein neuer Arbeitsfaden, mache Umschlag und gehe genau in die Masche rein und häkle mein Halbstäbchen. Alles gut zusammenziehen. Das ist jetzt mein erstes Halbstäbchen. Und dann mache ich weiter wie gewöhnlich, aber wie ich schon sagte, dieser Faden liegt auf der Arbeit drauf, wird mit eingearbeitet. Und so habe ich meine 56 Halbstäbchen da, und es darf nicht weniger werden, auf gar keinen Fall. So, er macht das bitte zu Ende und könnt auch schon mal wieder mit zwei Luftmaschen hochgehen und dann eben zurück bis zu letzter Halbstäbchen. Ne? Also die zwei Reihen, denke ich mir mal, hier gibt es gar keine Besonderheiten, einfach hin und zurück. Also jetzt habe ich wieder meine 56 Halbstäbchen gehäkelt. Hier ist alles gerade, hier auch. Und dann muss ich nächste Spirale machen. Mache dasselbe wie mit weißer Wolle, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und dann zurückgehen wir in jede Masche 3 feste Maschen. Ja, also mach das bitte selbstständig, weil hier gibt es wiederhin keine Besonderheiten. Also das haben wir schon einmal gemacht. Und dann zeige ich euch, wie ich diesen Faden hier wechsle. So, jetzt habe ich meine Halbstäbchen erreicht. Meine zweite Spirale ist ja auch schon fertig. Und dann mache ich wieder Folgendes. Ich gehe praktisch erstes Stäbchen rein, hole wieder meinen Arbeitsfaden raus und dann nehme ich hier, ich nehme weißer Faden, ne, das ist jetzt hier hinten, da, und mache dasselbe wie mit Farbwechsel davor gewesen. Ne? Also ich gehe praktisch da rein, mache den Umschlag und noch ein, also korallfarbener Faden bleibt dann eben hier hinten. Beim nächsten Mal nach zwei Reihen werde ich den Faden wieder wechseln und so abwechselnd immer wieder. Hier. Also, dann mache ich mein erstes Halbstäbchen, zweites, drittes und so weiter. Ich denke mal, das Prinzip ist verständlich. Ich hoffe es auf jeden Fall. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr irgendetwas nicht verstanden habt.
Ich zeige euch nachher, wenn ich ein bisschen weiter bin, auf jeden Fall, wie ich das Ganze gemacht habe. Die Mütze wird dann eben hier ist oben. Also es ist einfach nur gerade häkeln. Und hier ist unten, also unterer Teil wird hier das Umschlag gemacht und hier wird das Ganze so mit dem Faden zusammengezogen, ganz fest. Und die Breite bestimmt ja selbst. In so einem auseinandergezogenen Zustand misst ihr dann eben eurer Kopfumfang. Also 50, 52, 54, wie auch immer, wie viel Zentimeter. Hier könnt ihr kleinere Größen für Kinder machen oder eben größere. Und für Damen, für Herren, denke ich mir mal, mit so einem Pompon ist das nicht so ganz toll. Obwohl, wer weiß, ne? Also mit dunkleren Farben. Möglicherweise mögen Männer das auch noch. Oder Jungs zum Beispiel. So, ich zeige euch nachher, wie das Ganze aussieht und wie wir das Teil zusammennähen. So, meine Lieben, jetzt habe ich die nötige Breite erreicht. Ich habe das Ganze gemessen. Also, ich habe 43 cm breit gehäkelt und 28 cm hoch. Also die Tiefe ist bei mir 28 cm, wird dann eben später so einen Umschlag geben. Den kann man so ein bisschen höher ziehen oder eben tiefer, je nachdem wie tief die Mütze eigentlich sein soll. So sieht meine Mütze auf der linken Seite aus. Ich bin kein Fan, um den Faden abzuschneiden. Deshalb habe ich das so gemacht. Aber da wir später an dieser Stelle so das zusammenziehen, das Ganze wird so zusammen vernäht. Und eben auf der linken Seite sieht man das auch nicht mehr. Und jetzt zeige ich euch, wie ich diese Mütze eigentlich fertig zusammennähe, sozusagen. Erstmal drehe ich das Ganze so, dass die linke Seite von außen ist, ne? Und dann mache ich Folgendes. Da ich vorhabe, mit weißem Faden das Ganze zu vernähen oder verhäkeln, möchte ich jetzt nochmal die Fadenfarbe wechseln. Und das mache ich auf selbe Art und Weise. Ich hole erstmal Korallefaden und dann mache ich wieder weißer Faden nochmal nach vorne. Korallfarbe bleibt erstmal da. Ich schneide den Faden noch nicht ab, denn damit kann ich dann später eben oben das Ganze vernähen. Und jetzt muss ich hier an der Seite das Ganze schließen. Das mache ich dann so. Ich steche mein Nadel praktisch in die erste Masche oben auf einer Seite und dann eben auf andere. Ziehe meinen Arbeitsfaden durch. Ein bisschen zusammenziehen, dass der Faden nicht so lang ist. Und dann mit Hilfe von Kettmasche das Ganze schließen. Und jetzt einfach nur Masche in Masche
Und mit Kettmaschen schließe ich das Ganze ganz einfach ab. Dann eben nächste Masche. Mache noch ein paar. Dann zeige ich euch, wie das Ganze so . Das ist jetzt die linke Seite, wie ihr seht. Und die rechte Seite wird dann eben so aussehen. Ganz schön sauber. Na, also, damit kann ich sehr gut leben. So, ich habe jetzt meine Ränder zusammen verhäkelt. So sieht das auf der linken Seite aus. Kaum sichtbar. Und auf der rechten Seite sieht dann so aus. Wenn wir später unseren Umschlag machen, hier unten, das ist auch gar nicht, auf jeden Fall sieht nicht schlecht aus, ne? Also es ist kaum sichtbar. Erstmal, das ist nicht dick, da wir mit Kettmaschen gearbeitet haben. Und man kann diesen Rand oben auch so lassen. Oder zum Beispiel mit festen Maschen und dann vielleicht auch noch Krebsmaschen umhäkeln. Das wäre so eine Idee. Aber jetzt müssen wir auch noch hier oben alles zusammenziehen, damit unsere Mütze Form annimmt. So, jetzt habe ich den korallfarbenen Faden auch abgeschnitten, also ein bisschen länger, damit ich da bisschen was habe, um das Ganze wieder zusammenzunähen. Ne, oben ist es sowieso befestigt, weil ich das nicht sofort abgeschnitten habe. Und jetzt fange ich an, einfach freihand so zusammenzunähen. Erstmal den Faden durchziehen, so dass diese Spiralen auch nicht mit befestigt werden. Einfach mal mit Finger hinten tasten. Meinen Faden habe ich doppelt gemacht, damit später noch ein bisschen besserer Halt gibt. Und erstmal ziehe ich das Ganze nicht so ganz fest zusammen, damit ich das später auch noch verbinden kann. Ansonsten einfach so machen wir das. So, jetzt bin ich rundum mit dem Faden gegangen. Hier ist der Anfang gewesen. Und jetzt ziehe ich den Faden einfach mal ganz fest. Kontrolliere nochmal, ob da Spiralen noch drin sind. Ja, ein paar sind drin. Muss ich alles rausholen. Hm.
Noch eine. Ja. Jetzt ziehe ich das praktisch noch mal ganz doll zusammen. Und hier habe ich wo der Anfang war, also ich hake da meinen Faden so ein und versuche das Ganze jetzt zu verbinden, ne? Und wenn ich damit fertig bin, dann zeige ich euch, was daraus geworden ist. Also so sieht bei mir die linke Seite aus. Ich habe da auf der falschen Seite angefangen, beziehungsweise ich habe die Spiralen auf der falschen Seite gelassen. Da Gott sei Dank hatte ich noch hier drinnen so einen größeren Loch und da konnte ich die durch diesen Loch wieder auf die richtige Seite führen. Auf jeden Fall, so habe ich kleines Loch hier erstmal gelassen, es ist fest, ne? Jetzt drehe ich das Ganze auf rechter Seite. So sieht das dann aus. Hier ist dieser kleine Loch kaum noch zu finden. Das ist die Mütze hinten. Hier habe ich alles schon mal fertig vorne. Sieht die dann so aus. Sie ist bis 50 cm, bis 52 sogar dehnbar. Sie ist leicht, dünn. Und für Frühling, Anfang Herbst gut geeignet ist. Also, meine Mütze ist jetzt komplett fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.